Und da sind wir wieder, Freunde, zurück hier bei Majora's Mask 3D. Endlich mit dem Feuerfall im Gepäck und Link, was machst du? Von Wanzen rausstrecken. Ja, wir kommen zurück. Der zweite Tag ist angebrochen und noch viel zu diesem zweiten Tag, weil sonst hätte ich nachher ein paar Probleme. Heißt also, müssen hier uns ein bisschen beeilen. Das war elegant. Oh, hat weh getan. Ich weiß, es tut mir leid. Schon besser. Schon sehr viel besser. Und jetzt habe ich noch irgendwas dort. Ach, nur geil. Dann direkt mal gucken. Was hat's denn hier jetzt Schönes? Achso, war nur der Anfangsraum. Naja, ist natürlich auch cool. Ich glaube, es gab sogar hier noch etwas zu tun, war? Das war doch der Raum, genau, es war der Raum. Hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen, Freunde, da unten, da war eine Fee. Und zwar direkt dort. Okay, dann kommt nichts mehr. Nö. Sonst sieht es weit gut aus. Komm herbei, liebe Fee. Geil, ein vierte Fee Nummer 6. Naja, 15 ins noch zu. Geil. Wer ja, die andere Maske wieder weggepackt hat. Nun gut. Hä? So elegant war das auch nicht, Link. Einfach so ein halbes Herz der Schaden, ey. Zum Glück haben wir 6 Herzen. Oh, der Emperor des Tempels, gut, zum Glück haben wir eine Fee. Ich glaube zwar nicht, dass ich noch brauchen werde, obwohl natürlich haben wir ja. Klar, es ist Remake, heißt, sie haben sowieso alles geändert. Also brauche ich wohl die Fee doch. So, sehr schön. Hui! Dann sind wir also hier bei dieser Truhe. Was könnte das sein? Das ist eine große, fette Truhe. Ein Schlüssel noch. Ja, also echt mal, das war so eine große, fette Truhe. Ich schwören können wir irgendetwas anderes. Denn da hier war. Okay, der Zentralraum in diesem Sinne. Gehen wir ein Stockwerk höher. Denn wer weiß, was man hier noch alles so übersehen hat, wa? Mal schnell, war das wieder? Sowieso ein bisschen fehl. So, jetzt aber. Voll getroffen! Ja, mal für später halt. Wobei, innen hätten wir direkt draufstehen können, wa? Moment mal. Ist der dauerhaft aktiviert oder muss ich ihn wieder neu aktivieren? Ne, eine neue, gut. Ist natürlich viel einfacher für uns. Dann doch mal gucken, genau, also mit diesem Weg dort. Wow! Ah, der war wieder zurück, hey. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Das ist alles sehr riskant, was ich treibe, Freunde. Wow. Aber Hauptsache, es hat geklappt. Die nächste Fee, geil. Bereits Nummer 7, ist natürlich elegant da drüber. Hui. So und nicht anders macht es der Link. Jetzt bin ich da hier, wa? Genau, da drüben bekam ich ja die Pfeile. Also, ich mit Pfeil und Bogen. Moment mal, was sind dort noch? So, das Deko rein. Sehe natürlich von hier aus nicht wirklich, aber egal, versuch's einfach mal.
Burning Away. Später vor allem geil. Mal gucken, ich habe hier zum Beginn noch was vergessen. Oh. Das wäre nur fehl gewesen, Kumpel. Gleich nochmal hier aus. So muss das gehen, nicht anders. Was ist denn jetzt dort? Nein, das ist ein Deku, wa? Muss fast so sein. Okay, interessant. Gehen wir mal zurück. Habe ich jetzt eh alles gemacht? Ich glaube, hier ist sonst keine Fee mehr. Nö, bin mal gewundert. Und mein letzter Pfeil, Alter. Ja, wo kriege ich jetzt neue Pfeile her, wa? Wir müssen es halt versuchen. Blup. Also elegant rüber. Hui. So, dann sind wir bereits hier oben. Da werden wir natürlich immer loben. Da komme ich so durch, aber ohne Feuerpfeile. Ja, natürlich nicht so. Ah, Hilfe. Nein! Menno! Alter! Mach mich nicht so irre! Ja, Eleganz was anderes. So, was ist denn jetzt hier unten? Zeigt da ja irgendwas an, aber verstehe nicht ganz was und wieso und. Sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. Da komme ich also und so weiter nicht hin, war halt natürlich. Ach stimmt, soll das mit der. Genau mit der Ebene verschieben, weil die kann man glaube ich irgendwie bis nach, ganz nach oben bringen. Sogar. Ja, muss ja fast, weil da oben haben wir auch keine Chance. Wow. Beinahe schief gegangen. Jetzt muss das von hier oben sogar machen. Alter, geht's hier tief. Sieht direkt hier etwas? Mit dem Auge der Wahrheit. Irgendwelche versteckten Feen. Nope, sieht nicht so aus. Nö. Na gut, hä? Wir haben den Schlüssel, also direkt hier. Da ist hier noch was. Nee. Das für Viecher! Ich mache Platz! So, nicht anders macht das der Linky. Habe ich noch keine Pfeile. Hallo! Darf ich mal ein paar Pfeile bitten? Du musst das als Link machen, quasi irgendwie platt machen. Nee, komm, das kann nicht sein. Pfeile? Scheiße, ich muss da irgendwie das. Oh. Wollen wir ganz kurz? Toll, wie soll ich das machen? Nur eine Pfeile? Oh. Hilfe! Ja, geht natürlich gut, Rad teuer, wa? Ist da noch eine? Nee, da ist sonst. Da komme ich da vielleicht auch so hin? Ne, die kommen auch wieder nach, okay. Ja, ohne Feuerpfeilen zielen natürlich wenig los. Scheiße, wieso habe ich jetzt keine, so wenig Pfeile? Ich habe doch bereits ein Upgrade. Kriegen jetzt auf die Schnelle wieder neue Pfeile her. Tja.
Da ist guter Rat teuer. Hat hier unten noch was? Komm schon, nette Krüge mit Pfeilen. Nee, natürlich nicht mit scheiß Rubinen. Dankeschön. Du warst echt als kleiner Link, wa? Ich meine, könnte ja theoretisch sein, dass es nur so geht. Ich meine, jetzt war ein bisschen schräg. Ich habe vorhin auch irgendwie als normaler Gorone habe ich da ein paar Pfeile bekommen. Aber pfff. Das Spiel wird so standardmäßig vorsieht. Könnte es natürlich schon sein. Ne, jetzt sind natürlich nichts mehr da. Toll. Okay, okay. Planänderung, Freunde. Wenn natürlich da alles nichts bringt, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt weiter. Mission, neue Pfeile. Magie, ja, Magie kriegen wir überall, toll, aber natürlich keine Pfeile. So, komm, ich gebe ein paar Pfeile, kann doch nicht sein. Hä? Bomben, toll. Ja, 1A Bomben, mhm. Da schon viel zu viele Bomben, aber kein Problem, nee, wieso auch? Da braucht schon Pfeile. Menschenskind, ey. Ja, grandios, man hat auch wieder welche. Nein, komm mal ein paar Pfeile. So, die brauchen leider dummerweise direkt. Ah! Das war falsch. Also zunächst so. Komm schon, dämliche Wuffi. Geht doch. Thank you. Ist das mit Zeit? Ich hoffe mal nicht. Nö, gut, ja. Gucken wir gleich nachher an. Jetzt erstmal den da hinten noch. Ja, ganz toll. Hallo Köter! Voll in die Fresse, das muss wehgetan haben. Okay, wie war das jetzt genau? Da muss ich irgendwie rüber und da auch noch. Wieder keine Pfeile, es ist zum wahnsinnig werden. Denk mal, hoch komme ich als normaler Link schon und dann kann ich natürlich... Ui, oh, so ein Rätsel, okay. Weil natürlich Rätsel werden übertrieben ist, aber... Wow. Come on, Dragon Link, come on! So. Hinauf und dann Märzersprung! Aua! Nicht getroffen! Eine weitere Fee, das ist Nummer 8 von 15, wa? Alter, 7 Stück fehlen noch. Ich glaube, Pfeile kommen von oben, ich stecke ein Schild vor mich hin, aber glaube natürlich trotzdem. Naja. Ja, wäre ein bisschen doof gewesen. Müsste doch eigentlich bereits auch schon klappen. Wo? Hinauf mit dir und dann schräg rüber. Und so klappt's nicht. Aber so. Nee, da ist auch nichts, aber da oben wird noch etwas übersehen. Ich suche ein paar Feen. Hallo, Fairies. Where are you? Die kommen nicht, naja. Hier war ich auch in einem bereits Raum vorbereitet. Ich weiß aber nicht mehr, ob es hier noch etwas gab für uns. Sieht nicht so aus, wa? Okay, einfach rüber. Einfach, wa? Oh! Der war gemein. Der war also uns gemein, würde man so behaupten. Die nächste Fee Nummer 9. Gut.
Geht doch ein bisschen voran, sonst gehe ich wieder runter. Ja. Da gab es leider doch nicht. Das war ja die genau, der andere Raum, aber gab auch nichts mehr, war. Nö. Na, da ganz zurück. Jetzt sind wir hier wieder. Was hier noch genau war? Hier ist noch eine Truhe auf der Karte, sehe ich gerade. Oh! Machen wir noch gar nichts. Wieder ein paar Pfeile mehr. Sehr nice. Jetzt muss man gucken, was ist denn jetzt hier genau. Oh, die Sturmfriede. Sehe jetzt so gerade nichts in diesem Blickfeld. Das muss natürlich nichts bedeuten. Auf jeden Fall geht es dort tief runter. Leider da schon eine Truhe. Geil. Die Frage natürlich, brauche ich die überhaupt? Scheinbar irgendwie schon. Zeit? Nö, keine Zeit. Gut. Das war allerdings nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Oh. Jetzt bin ich hier unten, geil. Ja, alles voll, sehr schön. Jetzt war doch hier unten auch noch irgendwo etwas. Mana immer so zu gebrauchen. Ja, ich habe jetzt hier unten noch was anderes im Sinn. Also sprich eine Erinnerung, und zwar genau so etwas in der Art. Hab ich doch irgendwo, oder was, ein anderer Raum? Nee, kann nicht sein. Wobei, kommt natürlich auch nicht raus, also, könnte das schon zutreffen? Verrückt. Tja, versuchen wir klug, nicht wahr? So, hier ist auch nichts, wa? Na, komm schon, zeig mir die hübschen Feen. Natürlich ganz fies versteckt, wenn es hier irgendwo etwas wäre, aber... wäre nichts Neues. Nein! Nein! Aua, natürlich tut es trotzdem weh. Verdammt, hey, diese... Oh, jetzt haben wir das mit der Zeit schon wieder im Nacken, da gibt's noch nicht, hey. Wieso an Nintendo das so verkürzt ist doch gerade. Nein! Oh Menno, ihr habt da gar nichts gemacht! Oh, come on, der kleine Pixel, der da im Weg war. Scheiße. Mann, ja, was ist ein Tempel nicht auswendig, dass ich da echt wieder 3 Tage dafür brauche und dass mir schwer wieder nicht klappt? Das ist doch echt zum Kotzen. Nach des zweiten Tages, ja toll. Problem natürlich jetzt, wollte das mit dem Schwerten so noch machen. Scheibenkleister. Das sind Umstände, damit das wirklich alles klappt, muss ich das mit dem Endboss hier zweimal machen. Verdammt, hey. Weil das Goldstab behalten wir sicher auch nicht. Nach einem Zeitsprung, was wir für das Schwert brauchen, also so gesehen. Jetzt schon ein bisschen verrückte Locations, naja. Ja, jetzt wird's problemlos. Ups, nicht ganz link. Ein bisschen die falsche Maske.
Ganz nach oben. Ah, also unten uns noch was. So, mehr geht hier sowieso nichts. Jetzt also wieder nach rechts weiter. Das sieht mir alles sehr, sehr suspekt aus, wenn man ja sein soll. Aber eine Ballade des Kronos. Mal ganz ehrlich, ohne Ballade des Kronos bist du hier total aufgeschmissen. Weil der 3-Tage-Zug ist bereits vorbei. Und du müsstest quasi mit dem Tempel wieder zurückgehen. Alter, wäre natürlich auch kacke. Jetzt da unten, da kommen wir echt rein. Da kommen wir jetzt echt rein, ja, das geht sowieso nicht. Die fragen natürlich, was bringt es, wenn ich den unten auch betätige? Geht er wieder zurück oder wie? Da wäre natürlich kacke. Wir brauchen den sogar echt. Leute, ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, damals hat schon das Maß kaum gespielt und den Tempel. Aber auch kaum noch in Erinnerung. Also gut, einfach mal, wenn es nicht klappt, dann. Ja, aber wir müssen sowieso einen Tempel nochmal. Also nicht einen Tempel, halt einen Empos nochmal machen. Also doch. Ja, und genau das war jetzt total kacke, weil das darf nicht sein. Der muss oben bleiben. Da wäre vielleicht noch eine andere Bedeutung so etwas. Natürlich total, total arschig von mir. Ja, sorry dafür. So, gibt es ja diesen Raum hier. Jetzt muss ich mit Masken echt ein bisschen besser arbeiten. Statt Auge nehmen wir natürlich auch Quatsch. Verdammt, ich habe auch zu wenig Items hier. Aber die Fee-Maske auch wieder. Naja, was soll's? Wow. Alter, ich verstehe das einfach nicht, wieso kommt Link teilweise kommt er rüber und teilweise nicht, das ist total beschissen, ey. Oh. Das ist auch so etwas, ey, wieso brauche ich zwei Slots, sowohl für die Kamera als auch, gut, das Instrument verstehe ich, finde ich ja cool, aber wieso auch für die Kamera, können wir ruhig noch irgendwie einen freien Slot machen. Mach eh so selten. Springen's mal, warte, muss klappen. Ja, seht, jetzt klappt's wieder. Ach, ist doch auch egal. So, einmal hoch da, als Krone, wummern, dann klappt das schon. Also wenn es ein Tag ist, muss ich eigentlich wirklich noch den Tempel fertig machen. Plus inklusive, wenn natürlich alles picobello funktionieren würde. Auch noch, ja, die Feen abgeben. Und was ganz wichtig ist halt, Goldstaub gewinnen, damit dann das Schwert dann noch mal einschmelzen, war. Klingt zwar doof, aber ist so. Das wäre halt ganz genial, aber eben. Ich weiß einfach nicht mehr, wo ich bereits war und wo nicht. Ich glaube, das ist sowieso der Eingang, war. Ja. Tschüss! Da war ja auch nichts mehr, vielleicht war. Ja, da waren wir auch schon drin, da war ja auch nichts mehr. Oder bekomme ich jetzt nicht mehr? Hier war echt nichts mehr. Warte, nee, der Raum ist fertig. Ich würde doch mal sagen, versuch's nochmal in diesem Raum. Oh, da war ich auch schon durch. Dann muss ich halt hier irgendwie nochmal eine. Hä? Ich jetzt zum ersten Mal wieder oder was? Daneben! Ja, sag ich dir vorhin so aus, könnte ich hier nochmal irgendwas machen, aber nö, das war's bereits. Ich hab auch schon alles gemacht, was es überhaupt gibt. Noch geben könnte vor allem. Also was machen wir von hier aus, wa? Also eine Fee ist, weiß ich ja noch. Da war ich schon, da ist nichts mehr, da haben wir bereits alles gemacht.
Okay, das eine Fee ist sowieso noch ganz oben, ne? Da waren wir bereits. Mal ganz kurz gucken hier mit Status. Ah, war natürlich. Nein! Nein, 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 nein! Die Karte, genau, also waren ja. Der ist sowieso hier oben. Okay, vielleicht sind wieder die restlichen Feen hier, weil ich weiß nur noch eine. Und so seltsam ist es hier keine war, aber. Ich hoffe echt mal, dass es einfach so ist. Wo hatten wir schon wieder? Hier oben, glaube ich. Genau. Hier oben, da links außen. Da war noch eine Fee, sprich, wäre bereits die 11. Dann fehlt mir aber trotzdem noch 4 Stück. Gut, da waren natürlich am ersten Tempel auch schon so, dass die halt auf dem Schluss halt waren, fertig im letzten Raum. Ich hoffe jetzt mal, dass es auch hier so ist. Da kann sonst auch echt nichts mehr aus auf gucken. Ja, ansonsten, wenn es halt nicht klappt, müssen wir halt den Tempel ohne Film verlassen, weil man natürlich schon für mich Priorität, dass wir den Tempel in 2 Tagen noch fertig kriegen. So, das war vor allem wichtig. Natürlich die Frage, wie komme ich wieder weiter, wa? Ich überlege gerade, wo war denn das? Da ist irgendwie Taya, die schimmert da so seltsam. Wieso? In der Vogelscheuchenpulka? Wie sollte da runtergehen? Ja, da war ich auch schon überall. Naja. Okay, haben wir das auch gemacht. Da gibt es eigentlich nichts mehr zu tun. Bin da schon auf der Karte. Er hatte gerade am Anfang nicht weiterkommen. Muss ich ja irgendwie zwangsläufig da hier runter, wieder raus und am anderen Gang weiter. Ich weiß schon, wieso ich den Tempel damals nicht so sehr mochte. Und doch halt mir erst in Spielen war. Ist ja meistens so. So, leider keine Zeit für die. War klar, es nicht klappt. Tja, wer zu ungeduldig ist, der bestraft das Leben. Verdammt, noch 2 Stunden. Wieso muss die Zeit über alles Chronos so dämlich sein? Das schafft man doch gar nicht. Doch, jetzt mal angenommen, jetzt wirklich am ersten Tag alles, gut, wir haben natürlich am ersten Tag ein bisschen verplempert. Mit den ganzen großen Schlummerliedern und so. Wenn ich von Anfang an einen Tempel gemacht hätte, wie viel Zeit reichen plus mit dem Schwert und so noch? Boah, schneller! Damen! Michael regt sich auf, Michael regt sich auf. Ich weiß schon, Michael regt nicht so sehr auf und so. Das gibt's einfach nicht. Freunde, Party ist sowieso vorbei, ganz vergessen. Also, es ist noch ein bisschen nervig und so. Ziel ist immer noch, einen Tempel abzuschließen. Im 2. Tag plus. Und das wird echt, oh, das wird so einen Zeitdruck geben, ey. Müssen nachfangen, um einen Goldshop zu kriegen, noch 2 Quests abschließen. Die sind zwar eigentlich relativ schnell gemacht. Der zweite, über den schaffen wir erstmal, ist eine andere Frage. Müsste ich aber, wenn ich das so richtig sehe, innerhalb einer Stunde ungefähr hinkriegen. Natürlich jetzt hier mit der Blatt des Chronos und so, sowieso nur halb so viel Zeit. Alter. Nee, ich wundere, schaffe es nicht. Das ist. Nee, es ist echt nervig. Hey, warum muss man im Blatt des Chronos so sehr, ich sage es mal, die Geschwindigkeit rausnehmen? Das war früher so genial, ey. Auf ein Drittel der Zeit, sondern noch die Hälfte. Gut, müssen wir damit klarkommen. Danach muss ich halt. Und da bleibt der Goldstab in der. Nee, der Goldstab bleibt sicher nicht in der Flasche. Wäre natürlich wahnsinnig. Und ja, du brauchst echt einen ganzen 3-Tages-Zyklus, um dein Schwert da wieder zu stärken. Egal. Freunde, wie es weitergeht hier bei Majora's Mask 3D, seht ihr im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.